Das ist der Visionär. Eine Skulptur, geschaffen von dem fränkischen Künstler Rudolf Henninger. Für mich persönlich der mit Abstand schönste Platz in meinem Leben. Schöner kann ich es mir nur noch hier vorstellen, nämlich im Himmel. Aber wie wir sehen, der Himmel hat leider manchmal sehr graue Wolken und Donner und Blitz stehen möglicherweise kurz bevor. Der Visionär rostet ein klein wenig vor sich hin, aber ansonsten ist er hart wie Stahl. Geschaffen aus vermutlich Müll, Altmetall, vermutlich schon beim Sammeln etwas angerostet, zusammengebaut, geschweißt, wie auch immer, zu diesem wunderschönen, einmaligen Kunstwerk. Ich habe das Glück, ganz in der Nähe zu leben und so kann ich sehr oft hierher kommen und ich nutze diesen Ausflug immer, um zu entspannen, um zu genießen und um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Wo, wenn nicht hier beim Visionär? Ein riesen Dankeschön an den Künstler Rudolf Henninger, der übrigens ganz in der Nähe lebt, wenn er nicht gerade in Kanada ist, in einem Vorort von Fürth. Vielleicht treffen wir uns ja mal, damit wir darüber reden, wie seine Visionen sind und ob es ihm überhaupt recht ist, dass ich sein Kunstwerk abfilme und dazu über meine Visionen rede. Meine Visionen sind extrem naiv. Man wird sehr darüber lachen. Aber das stört mich nicht. Sie gehen ein bisschen in das Lied ein, das John Lennon so bekannt gemacht hat. Imagine there's no heaven. I wonder if you can, etc. Ich stelle mir vor, in einer Vision, und das muss erlaubt sein, in dieser kalten, digitalisierten 01er Dualwelt, in dieser Welt voller Business, voller Geschäft, voller Ehrgeiz, voller Kriege, voller Hass, voller Neid. Ich stelle mir vor, nichts weniger als das ganz Unmögliche. Eine Welt für uns alle, das heißt ohne Besitz. Niemand besitzt etwas. Wir einigen uns quasi wie in einer riesengroßen Familie, denn in der Familie geht das ja sehr oft auch sehr gut darauf, dass wir uns alles teilen wollen. Und dass wir einfach miteinander sprechen, wie wir das teilen und dort immer einen Kompromiss finden. Und wir einigen uns vor allen Dingen darauf, dass jeder das, was die Welt uns bietet, so behandelt, dass es möglichst nicht kaputt geht, nicht zerstört wird, nicht vernichtet wird, sondern dass wir es kurz benutzen und dann weitergeben an andere Menschen.
kein Besitz für irgendjemanden, damit auch keine Ländergrenzen. Nichts, was uns voneinander trennt, keine Mauern. Es darf durchaus jedes Land, jede Kultur seine Kultur weiterführen, ausleben, solange sie nicht im Konflikt gerät mit anderen Kulturen. Die Lösung für den Konflikt muss immer ein Kompromiss sein, aufeinander zugehen, sich in der Mitte treffen. Eine Win-Win-Situation. Keine Jagd nach Macht, nach Ansehen, nach Berühmtheit, nach Geld. Jeder Mensch sollte genügend Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ich bin ich. Großartiger geht es nicht mehr. Und ich will schon gar nicht auf Kosten von anderen Menschen noch großartiger werden, noch reicher, noch mächtiger. Das hat ein bisschen was mit den alten Sätzen zu tun. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder Immanuel Kant, ganz vereinfacht ausgedrückt, für alle verständlich, tue nichts, von dem du nicht möchtest, dass die anderen es auch tun. Tu alles so, dass du einverstanden wärst, wenn die anderen es auch so tun würden. Utopie. Die Vision und dazu der Visionär von Rudolf Henninger. Ein Traum, unerreichbar, aber warum nicht versuchen, ein Stück diesem Traum entgegenzugehen. Ein ganz kleines, winziges Stückchen von diesem Traum. Wirklicher werden zu lassen. Ich bin Weißgott eher ein Loser. Einer, der vor allen Dingen, wenn ihn irgendwelche falschen Gefühle packen oder irgendein Frust, sehr schnell die Kontrolle verliert und alles andere tut, als diesen Traum näher zu kommen. Aber ich komme hierher, um über diesen Traum nachzudenken und darüber nachzudenken, wie ich diesen Traum näher kommen kann. Und es ist diese Kultur, die mir dabei hilft, mich von dummen Gedanken und von dummen Gefühlen zu verabschieden. Nicht, dass du jetzt denkst, ich habe etwas gegen Gefühle. Ganz im Gegenteil. Mein ganzes Leben besteht darin, meinen Gefühlen zu zeigen, was ich fühlen will. Denn teilweise habe ich Gefühle in mir, die in mir zum Widerspruch stehen. Faschistische Gefühle, egoistische Gefühle, Dummheiten ohne Ende. Sie kommen von meiner Umwelt, sie kommen von dem, was ich täglich lerne und in mich aufgenommen habe, ohne es zu wollen. Ja, magst du sagen, das ist eine billige Ausrede. So will ich es nicht verstanden wissen. Ich stelle mich durchaus der Verantwortung, was mich selbst betrifft.
wenn mich jemand für böse hält, für dumm hält, für egoistisch hält, für einen Betrüger hält, so mag er das tun. Und allzu oft bin ich ein bisschen von dem, weil ich mich gehen lasse, weil ich mich nicht unter Kontrolle habe, weil ich mich besiegen lasse von diesem Ich, das tief in mir drin sitzt und das ich nicht loskriege. Aber ich bin weiter am Ball. Ich versuche weiterhin, mein Bewusstsein zu verändern. Und in dem Maße, in dem sich das Bewusstsein verändert, hoffe ich und wünsche ich mir, dass sich auch mein Unterbewusstsein, meine Gefühlswelt verändert. Und dass ich glücklich sein kann mit meinen Gefühlen, weil sie das fühlen, was mir gut tut und was ich mir wünsche. Und nicht das, was die Welt in mich hinein projiziert. Zum Schluss noch etwas Wichtiges. Ich persönlich glaube nicht an die Schuld von Menschen. Ich glaube, dass sie das tun, was man ihnen beigebracht hat. Und deswegen ist es für mich so wichtig, jedem zu sagen, wenn du dich nicht besonders klug fühlst, dann ist das nicht deine Schuld. Dann hat deine Umwelt etwas versäumt. Versuche es nachzuholen und versuche mit der Intelligenz zu leben, die du hast. Niemand hat das Recht, dich deswegen zu kränken, zu beleidigen oder auf dich herabzusehen. Wer klüger ist als du, der hat einfach nur mehr Glück in seiner Sozialisation, in seiner Bildung etc. Wenn du jetzt wieder sagst, okay, das klingt alles so super, so fast heilig, so fast göttlich und ist eine gute Ausrede dafür, dass er selbst eher teuflisch ist und die Schuld dafür nicht auf sich nehmen will, indem er großzügig sagt, es gibt gar keine Schuld. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich bin bereit, diese Idee, dass kein Mensch Schuld hat, zu relativieren, indem ich sage, kein Mensch hat Schuld, außer mir. Ich stelle mich meiner Schuld, ich stelle mich meiner Verantwortung, ich gebe mich zu, ich gebe zu, dass ich nicht so bin, wie ich sein möchte, nicht so heilig. Ganz und gar nicht. Ich gebe zu, dass ich versage, dass ich schlecht bin, dass ich böse bin. Das Einzige, was ich tun kann, ist, gegen diese Bosheit anzukämpfen. Zu versuchen, meinen Charakter zu verbessern und für die Menschheit erträglicher zu werden. Dieses Versprechen gebe ich in Anwesenheit des Visionärs. Was ich schaffe, was mir gelingt, man wird sehen. Wenn mir tatsächlich ein bisschen was gelingt, dann, weil ich hier sein kann, bei meinem Visionär. Und in Ruhe nachdenken kann, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und warum ich in ganz, 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 ganz ultra seltenen Momenten ein ganz klein wenig visionär sein kann, in den viel, viel, viel zu vielen Momenten einfach immer nur ein kleiner, dummer, böser, hässlicher Junge. Für euch, die ihr dieses Video seht, wünsche ich, dass der Traum, den ich habe,
in Erfüllung geht. Und zwar in Übereinstimmung mit den Träumen, die ihr habt. Dieser Ort ist auch ein Ort der Freiheit. Aber man muss wissen, Freiheit gibt es nicht grenzenlos. Freiheit endet immer dort, wo sie die Freiheit des anderen einschränkt, touchiert. Und auch dort muss man wieder eine Win-Win-Situation schaffen, einen Kompromiss. Wie viel Freiheit kann ich dem anderen geben? Wie viel Freiheit kann der andere mir geben, damit wir beide glücklich leben und uns nicht gefangen fühlen? Be happy, be free, have a vision. Perhaps we meet us and talk about these things. Also, you are invited to come to YouTube. Wilfried Liebe. Will, like the English word will. Fried, like the German word Frieden, but without the end, en. And Liebe, like the German word for love. Wilfried Liebe. Come there and watch. Nowadays, over 1,800 videos about my visions, about what I'm thinking. It is no religion. It's not meant to be realized in politics. It's what I'm thinking. Only what I'm thinking. The poor guy who is sitting here with not much education, not much culture, not much information, not much talent, but always thinking and thinking and thinking because he loves thinking. He's doing it like a sport. With my thoughts, you can do what you want to do. You must not agree. In contrary, I love if you say something against it. I love good arguments. I don't need the idea. I always need an idea with arguments. And for me, the arguments are the important thing. And I love to learn from you. It's not necessary for my personality to convince you. Oh, I am the most intelligent guy. I know everything. I'm near God. No, no. In contrary. Please show me that I can learn from you to improve. To know more about the universe. Have a good time.